Herzens, und sie wachert täglich auf und an, ihn auf dem Hof zu werfen. Er war schon länger depressiv, ging meistens nur faul rum, und wenn er etwas sagte, sagte er, ich bring mich um. Sie lächelte ihn an, aber er fand alles scheiße, und wenn er seinen Rappel kriegte, fing er an zu kreisen. Die Gata fliegt, und er flog ja klar, aber keiner wusste, was für ein kaputter Typ das war. Bevor der Bundesadler Bundesadler wurde, war er völlig unmotiviert. Seine Frau kam von der Jagd und fragte sich, ob ihn überhaupt was interessiert. Sie wollte Sex, er sagte, er ist die Muschi rasieren. Sie sah ihn an und schrie, du bist ja krank im Gehirn. Kein Vogel hat eine Muschi, das weißt du ganz genau. Hau ab, wenn du auf Säugetiere stehst, dann werde es auf. Jetzt hängt er in Berlin.